Lilo Lüchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei World of Fishing. Hier ist wieder euer Epic John Myers. Und wir gehen jetzt auf Haifisch-Tour. Ja, ich möchte einen Hai fangen. Und da muss ich jetzt ein bisschen rausfahren, bis oben rechts bei den Fischen angezeigt wird, ob ein Hai da ist. Und dann werden wir mal versuchen, unser Glück. Ja. Ich hatte gestern das Glück, einen rauszuholen. Ey, da habe ich gekämpft, Leute. Da habe ich gekämpft, echt fast eine Viertelstunde, um den zu bekommen. Das war schon der Burner. Naja, mal schauen, ob wir da heute auch das Glück haben. So, und was hat oben angezeigt? Noch kein Hai. Nein, wir müssen noch ein bisschen weiter raus. Ja, Leute, ich hole euch dazu, sobald wir in einem Gebiet sind, wo es Haie gibt. Und dann dürft ihr mit dabei sein, wie ich mein Hai rausziehe. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Und wir haben hier jetzt in diesem Gebiet Haie. Und zwar, wir haben den Bogenstirn-Hammerhai. Königsfisch. Dann den Dornhai. Und das war's dann schon. Auf alle Fälle einen von denen wir mal holen. Was brauchen wir da? Igelwurm. Und für den Hai, Dornhai, brauchen wir auch den Igelwurm. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich den? Habe ich den noch im Inventar? Der Igelwurm. Ups, hier ist er. Genau. So, den haben wir jetzt ausgestattet. Und ich hoffe, dass wir Glück haben. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter raus. Weil, wenn wir nämlich zurück müssen, dann brauchen wir Platz, dass wir in dem Gebiet bleiben. So, ich bin jetzt gespannt. So. Dann sind wir jetzt hier. Dann schauen wir mal, ob wir den Hai bekommen. Also Daumen drücken und hoffen, dass der Hai anbeißt. Also, da sind wirklich riesen, riesen Tiere drin. Also ich muss ja sagen, grafiktechnisch ist das Spiel echt gut. Was ich, also meiner Meinung nach, auch von der Mechanik her, vom Gameplay her, voll easy, voll cool und herausfordernd. Also am Anfang denkt man sich, ja gut, Angel raus, zieht man rein, passt schon, aber manchmal doch herausfordernd. So, jetzt haben wir einen Biss. So, komm. Ah, zu dein. Richtig, zum richtigen Zeitpunkt. Ach, der ist nicht allzu groß. So, ah, der kommt jetzt auf mich zu. Jetzt müssen wir wieder zurück. Das ist nämlich das. Wenn die auf einen zukommen, dann muss man nicht immer ein bisschen zurück und die Angeln haben wir ein bisschen laufen lassen. Ah, jetzt hat er keinen Schlag gekriegt. Verdammt. Gut, jetzt hat er Schaden gekriegt. Jetzt teilt man mal ein bisschen, dass er den Zusatzschaden bekommt. Jetzt hat er noch eine Stufe. Ach, nein und Mist. Weg ist er. Gestreifter Thun. War eh kein Hai. Aber trotzdem. Schade. Ja, ich werde jetzt da öfters Videos bringen. Das wäre dann natürlich immer so ein so ein Angelausflug und dann schauen wir mal, was wir da rausholen. Und das ist dann das Video quasi. Und das kann 5 Minuten dauern, kann 10 Minuten dauern, kann eine Viertelstunde dauern. Und je nachdem, das sehen wir aber dann. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was als nächstes anbeißt. Jetzt hat man weniger Glück. Der Dornhai wäre natürlich schon der Hammer. Den großen weiß ich noch nicht. Aber das seht ihr, wenn man nicht richtig aufpasst, dann reißt die Schnur und dann ist er weg. Dann ist er weg, dann ist vorbei. So, jetzt komm, schlag an. Jawohl. So, halten wir mal ein bisschen. Gut. Aber ich glaube nicht, dass es ein Hai ist. Jetzt kommt er auf mich zu, oder? Ja, wir müssen ein bisschen zurück. Bis wieder Spannung da ist. Jetzt kommt der Witter auf mich zu. Mal ein bisschen zurück auf Spannung wieder. Natürlich müssen wir aufpassen. Oh, jetzt wird er gefährlich, jetzt müssen wir näher ran.
Weil sonst die 75 Meter und dann reißt die Schnur. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, wow, 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 wow. Los, ran an den. Eieiei, viel Platz haben wir nicht mehr. Aber den haben wir jetzt auch fast. Jawohl, wir haben ihn. Was ist das? Ach, ein Königsfisch. Aber 1212 Punkte, 1280 XP. Naja, kein Hai. Egal. Wir schmeißen die Angel natürlich nochmal raus. So. Wir werden mal nochmal einen Fisch versuchen. Komm. Beiß an. Hopp, hopp. Jetzt haben wir einen Biss. Ah, 30%. Perfekt. Ach, das ist aber ein kleiner. Ups, wir müssen zurück. Jawohl, den haben wir. Ist aber ein kleiner. Oh mein Gott, was bist du denn? Ein Panzerbartmännchen. Ja, solche kleine Fische gibt es natürlich auch. Aber jedes Mal, wenn man Hai will oder sucht oder so, ist keiner da. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Ich will ein Hai. Ich will den Hai, ich will den Hai, ich will den Hai. Hai, 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 Hai. Mal schon trinken hier, vielleicht kommt dann Hai. Hopp, hopp, weiß an, hopp. Gib mir nen Hai, nen Hai, nen Hai, 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 Hai. Komm, hopp. Ach, das machen wir nicht viel. Oh, der hat zwei Stufen Ausdauer. Da müssen wir, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr kämpfen. Ah, versuchen wir mal, den zu halten. Gut, jetzt haben wir eine Stufe schon runtergehauen. Das Problem ist, wir haben jetzt gerade nicht genug Energie. Jetzt kommt er auf mich zu, oder was? Alter, komm, geh mal weg da. Mal schnell Energietrink nehmen, damit wir da Ausdauer gefüllt kriegen. Jawohl, jetzt kriegt er den Zusatzschaden. Gleich haben wir ihn. Jawohl, wir haben den. Was ist es? Was ist es? Ein Königsfisch schon wieder. Mit 1270. Eieiei. Das war jetzt der größte. So, komm, einen probieren wir noch, Jungs. Jungs und Mädels. Wie steht es eigentlich? Ist er sehr häufig? Ja, sehr häufig, aber nicht sehr häufig anbeißen, gell? Der Königsfisch, da steht sehr häufiger toll. Komm, jetzt gib mir ein Hai. Spannung. So. Ah, boah, der hat vier Stufen. Das wird jetzt schon der Hammer. Jetzt versuchen wir den erstmal zu halten. Wow, das ist einer. Das ist einer. Wir haben den Hai dran. Kommt jetzt auf mich zu, oder was? Na, jetzt zieht er wieder ein bisschen. Ei, kein Schaden zugefügt. Das ist doof. Ah, jetzt ist er da. Ui, ui, ui. Ui.
Ah, jetzt hat er ein bisschen Schaden gekriegt, aber noch nicht genug. Eine Stufe haben wir jetzt schon runter. Jau. Ja, wir müssen noch mal Energy Drink nehmen. Weil wir brauchen die Energie, um den rauszuholen. Boah! Ja, oh, jetzt habe ich zu wenig. Ich möchte ihn auf alle Fälle nicht verlieren. Ah, jetzt ist die Energie schon wieder leer. Jetzt schwimmt er wieder auf mich zu. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo der Fisch dann wieder anfängt, sich zu regenerieren. Na toll. War wohl nix. Jetzt kommt er wieder auf mich zu. Ei, komm, jetzt geh mal weg da. Mann, Mann, Mann. Jawohl, jetzt kriegt er den Halteschaden. Ups. Ah, war wieder zu spät. Komm, geh mal weg da. Müssen wir wieder ein bisschen zurück. Er schwimmt auf mich zu, das ist wieder doof. Der hat mich wahrscheinlich zum Fressen gern und denkt sich, bevor du mich frisch, fresse ich dich. Ah, so kann man den nicht, so geht's halt nicht. Ah, jetzt ist es schon wieder da, verdammt. Jetzt hat er wieder einen Schlag abgekriegt. Das Doofe ist, wenn der auf mich zuschwimmt, dann ist es auch nicht gut mit dem Halten. Jetzt haben wir ihn wieder. Gut. Jetzt hat er noch eine Stufe. Gut, jetzt haben wir nochmal Halteschaden. Oh, wir müssen ein bisschen näher an ihn ran. Ah, da schwimmt er auf uns zu. Ah, komm, viel fehlt nicht mehr. Ah, wir müssen weg. Nein, 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 weg, 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 weg vom Boot, weg vom Boot. Wenn der unter das Boot kommt, kann die Schnur reißen. Das ist dann ganz doof. Jetzt haben wir ihn. Jawohl, wir haben ihn. Jawohl. Bogenstern Hammerhai. 1687 Punkte, 3346 XP. Er hatte eine Länge von 175,12 cm und Gewicht 40,919 kg. Das ist doch mal cool, oder? Jawohl. Hammerhai. Schön. Cool. Haben wir einen Hammerhai. So, dann gehen wir mal zurück hier. Kommt natürlich jetzt wohin? Ins Aquarium. Ist ja logisch. So, Aquarium. Jetzt schauen wir erstmal, was wir da schon drin haben. Ob das nicht auch ein Hammerhai war, müssen wir jetzt erstmal gucken. Nein, war keiner. Das heißt, wir können den reinschmeißen. So, Fischtank. Weil ich tue nur immer die Fische rein, die ich noch nicht drin habe. Da, Bogenstern, Hammerhai und Transfer. Da ist er. Da ist er. Da haben wir den. Schaut euch das an. Cool. Der Hammerhai. Schaut euch die spitzen Zähne an. Hoi, hoi, hoi.
Ja, ist schon cool. Also das Aquarium, das ist schon eine geile Sache. Kann man sagen, was man will. So, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Und folgendes. Jetzt schauen wir mal, was uns die Fische bringen, die ich jetzt die ganze Zeit da mitgetankt habe. Also ich habe jetzt 15.000 bezahlen müssen, um dort fischen zu können. Also Shells, die Ingame-Währung. Jetzt verkaufen wir mal 19.000. Also gut, haben wir ein bisschen 4.000 plus gemacht. Passt schon. Gut, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.